Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Watch Dogs Legion. Beim letzten Mal haben wir die Story durchgespielt und jetzt suchen wir nach den 8 Erinnerungen von Bagley und ich werde euch zeigen, wo die alle zu finden sind. Denn ich wäre nicht ich, wenn ich mich nicht auskennen würde. Dieses Gebäude hier, National Gallery, da wird es uns auch schon angezeigt in diesem schönen Winkel. Wir gehen noch einmal kurz auf Daten rauf und dann sehen wir hier, welches Gebäude könnte das wohl sein? Vielleicht ja dieses Gebäude hier. Gehen wir da hin. Da gibt es sogar eine Schnellreisestation in der Nähe. Und jetzt müssen wir es nur noch aus dem richtigen Winkel fotografieren, damit Bagley ist dann auch erkennt. Ah, da kommt es doch schon, Erinnerung in der Nähe. Also gehe ich einfach hier hin. Kamera etwa, glaube ich, die 9. Oh! Digga, was los? Ja, der Wagen steht im Weg. Ich fahre den mal weg. So, jetzt haben wir hier den Winkel. Ich drücke F für Foto machen. Ich habe übrigens 9 gedrückt, um die Kamera zu öffnen. Und wir haben's. Pass auf, Bagley. Nenn mich nicht so. Ich heiße nicht so. Schluss jetzt, alle beide. Einen perfekten Abend so zu verderben. Das Konzert war wirklich wundervoll, Schatz. Und dafür haben wir das Cricket-Match verpasst? Sport ist vergänglich, mein Sohn. Aber Wissen, Kreativität, Intellekt, diese Dinge bleiben dir für immer erhalten. Genau, Bagley. Kriecherin. Ey, das sagt man nicht. Ein sportlicher Wettkampf? Evolutionstechnisch liegt das eine Stufe über 2 Affen, die darum wetteifern, wer sich den größten Stock in den Hintern schieben kann. Und es war mein Lieblingszeitvertreib. Naja, Bagley hat scheinbar auch den Namen Bagley abgestoßen. Wir gehen zur zweiten Position. Die wäre nämlich hier. Und Schnellreise. Das hier wäre die nächste Schnellreise in der Nähe. Also nehme ich die auch. Und hier sehen wir das zweite Bild direkt vor dem Riesenrad, welches nicht London Eye genannt werden darf. Wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Und da oben sehen wir auch schon eine Ecke von dem Rädchen. Und was sind wir da? Wir stellen uns einfach hier hin und dann, da kommt auch schon Erinnerung in der Nähe. Ich stelle mich hier hin, drück die 9 und nimm's ins Visier. Da steht auch schon Ziel in Sicht, Bagley Erinnerung. Und dann kann ich F drücken. Dann kommt wieder ein Audioeintrag. Bereit für das Match morgen, Dad? Ich habe Geburtstag. Tu wenigstens, als ob du dich freust, Dad. Ja, also hör mal, wir können nicht zum Cricket. Es tut mir leid. Was? Warum? Na los, sag's ihm. Dein Vater hat beschlossen, uns zu verlassen. Für jemanden, den er wirklich liebt. Das reicht. Wir hatten uns auf einen letzten Ausflug geeinigt und du machst eine Szene. Das hier ist nicht meine Schuld, Kevin, sondern deine. Es ist seltsam, diese Stimmen zu hören. Ich spüre eine Verbindung zu Menschen. Allerdings nicht zu meinem Vater. Ich glaube, der war... Das sagt man nicht. Naja, schauen wir uns das nächste Bild an. Das nächste ist dann hier Bild 3, beschädigte Erinnerung. Die nächste Erinnerung ist dann hier. Hier ist dann der Eingang zu World of Tomorrow. Das könnt ihr hier nochmal auf der Karte sehen. Ich gehe hier einfach mal rein. Hier dancen die Leute gut ab, haben eine schöne Zeit. Und da ist ja schon was Schönes zu sehen. Stelle ich mich hier hin, drücke die 9 für das Foto, nimm's in den Bereich und F zum Aufnehmen. Weiter geht's. Neue Runde. Platz da. Arthur, Natalie, worauf trinken wir diesmal? Ach komm, als würdest du nicht wieder auf dich selbst trinken. Gute Idee. Aufs neueste Mitglied des UC London Ruderteams. Dein steiler Weg zum Olympiasieg hat gerade erst begonnen. Ihr könnt später mal euren Kindern erzählen, wie ihr euch mit einem zukünftigen Goldmedaillengewinner besoffen habt. Ganz wie du meinst, Bagley. Alter, nenn mich nicht so, ich heiße nicht so. Rudern, okay, ist nicht die schlimmste aller Sportarten, fast eine Wissenschaft, hat jede Menge mit Physik zu tun. Okay, Bagley. Aber wir gucken uns die nächste Erinnerung an. Gucken wir einfach mal, wo das ist. Das wäre nach World of Tomorrow, beschädigte Erinnerung 4. Ui, das ist Blumen oder muss ich selber einmal nachgucken? So, laut Google ist das das Brixton Freizeitzentrum und es müsste sich irgendwo hier unten befinden. Dann gehen wir auch direkt zur Brixton Station. Einmal mit dem Taxi um Block gefahren und da vorne ist es auch schon. So, 9 fürs Foto, zielen, F und wir haben's. Der nächste Audioeintrag. Hallo Spags, häng dich rein. Du ruderst die Themse runter, nur noch 2 Sekunden schneller und dann... Bags? Bags? Oh, holt die Schwester, hat einen Anfall. Anfall? Unkontrollierte elektrische Aktivität im Gehirn. Könnte Epilepsie sein. Wie gut, dass ich nicht wirklich auf der Themse war. Okay. So, schauen wir uns das nächste Bild an. Erinnerung Nummer 5. Beschädigte Erinnerung in einer Bar. Die Frage ist, in welcher Bar? Könnten viele sein. Ich gehe einfach Bars durch, die ich schon kenne. Wie zum Beispiel die hier. Schnellreise zu dieser Bar hier. Ich war noch nicht in vielen Erinnerungen in der Nähe, als ob. Okay. Dann ist es genau hier.
Also gehe ich jetzt einfach mal hoch und dann ist es tatsächlich in dieser Bar. Einfach hier durch den Hinterhof rein oder was auch immer das hier ist rein. Und dann ist hier auch schon eine Tür. Wunderschön, das ist tatsächlich die Bar, als ob... Dann... Oh Gott! Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte erst den 9 und dann die, das F drücken. F. Jetzt. Tschüss! Okay, Schinken-Sandwich und Bier. Und einen Erdbeerkuchen mit extra Erdbeeren. Und bitteschön. Hallo, du geiles Stück. Wie isst man einen Erdbeerkuchen mit extra Erdbeeren? Die sind doch schon voller Erdbeeren. Diese Mahlzeit habe ich wohl sehr genossen. Hört ihr wirklich immer dieses Geräusch, wenn ihr etwas esst? Großer Gott! Ja, wir hören wirklich so ein Geräusch, wenn wir etwas essen. Aber ich kenne Erdbeerkuchen so, dass der halt wirklich komplett voll belegt ist mit Erdbeeren. Wie will man den mit extra Erdbeeren machen? Nochmal ein paar Erdbeeren obendrauf, oder wie? Dann schauen wir uns jetzt Erinnerung Nummer 6 an. Park kenne ich. Wer kennt den Park nicht? Das ist direkt beim Buckingham Palace. Irgendwo hier. Da nehme ich dann einfach mal unseren Spion hier. Agentenwechsel, der ist nämlich gerade in der Nähe. Hi, wie geht's? Sehr schön. Und los. Bin unterwegs. Und dann fahren wir einfach mal los. Oh. Ah, ich dachte, ich komme hier besser durch. Ah. Ihr habt das nicht gesehen. Den Rest laufe ich zu Fuß. Dann hüpfen wir einfach mal aufs Parkgelände. Hopp. Ich war vielleicht ein bisschen daneben, aber hier in der Nähe irgendwo wird es sein. Und sobald ich es habe, zeige ich es euch nochmal genau. Das da hinten sieht gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Erinnerung in der Nähe. Perfekt. So, hier stehen wir. Ich drücke M für die Map. Genau hier ist der Punkt auf der Map. City of Westminster an dieser Position. 9 fürs Foto und F zum Foto machen. Jetzt kommt wieder der Eintrag. Sieh dich an, wieder am Ruder. Ich weiß, nächste Woche habe ich noch eine Behandlung. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber ich hatte schon ein Jahr lang keinen Anfall mehr. Ich bin frei. Ich freue mich so für dich, Bax. Nicht mal dieser blöde Spitzname ärgert mich heute, also tob dich aus. Also, wollen wir das wirklich durchziehen? Ich bin bereit für den Rest meines Lebens, Arthur. Und ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Arthur, ich sollte mich an mehr erinnern. Tue ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, wer Arthur ist. Aber gucken wir uns die nächste Erinnerung an. Also auf zu den Daten, zu DeadSec. Und Erinnerung Nummer 7. Offensichtlicher geht's nicht. Das ist der Bogen genau hier hinten, der Wellington Arch. Wer auch immer auf die Idee kam, den so zu nennen, ich hole mir ein Auto und fahre direkt rüber. Und da ist er auch schon. Ich fahre hier hin. Ich steige hier aus. Von der Seite oder der anderen? Von der anderen. Wunderbar, genau hier, wo der Fußball ist, können wir stehen. Nochmal auf der Map, genau hier ist der Wellington Arch. Ich drücke 9 für die Kamera und F fürs Foto. Sir, nicht anfangen! Diese Leute sind hier, um dir zu helfen, Beth. Nenn mich nicht so! Sie war das! Man muss sie stoppen! Tun Sie ihm nicht weh! Normalerweise ist er nicht so! Raus! Aus meinem Kopf! Lass raus! Brauchen sofort einen Krankenwagen. Bags! Bagley! Brad! Ich schätze, sie ist Sky Larson. Wohl die übliche Verdächtige, wenn es um Pfuschereien am Gehirn geht. Na, interessant. Und Bagleys wahrer Name ist wahrscheinlich Brad. Oder fängt zumindest mit B-R-A an. Aber das finden wir wahrscheinlich bei der nächsten Erinnerung raus. Erinnerung Nummer 8. Auch leicht zu finden. Das ist dieses eine Krankenhaus dort. In Savak gehen wir einmal kurz auf die Karte. Krankenhaus hier irgendwo. Guys Hospital, ist es das hier? Ich glaube, es ist das hier. Haben wir hier einen Punkt und ich wechsle einfach zu unserer Sanitäterin. Die passt doch sehr gut zum Krankenhaus. Hier haben wir es auch schon. Wir brauchen nur den Teil mit der Brücke. Ja. Okay. Da ist das Schild, da ist der Turm. Wir stellen uns einfach hier hin. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Die letzte Erinnerung ist hier. Um genau zu sein, bei diesem Hospital an dieser Ecke. Drücke ich jetzt wieder 9. Nimm es ins Visier, bis da steht Backlay-Erinnerung in Sicht. Und dann drücke ich F zum Foto machen. Soweit wir das beurteilen können, leidet Ihr Bruder an frühzeitiger Demenz. Damit hängt auch der gewalttätige Ausbruch zusammen, den er in der British Library hatte. Wir können ihn hier behalten und ihn beobachten. Danke, Doktor. Sie entschuldigen kurz? Natürlich. Hört zu, mir ist egal, was nötig ist. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder in einem Krankenhaus verfault. Frühzeitige Demenz. Aber wenn das stimmt, wann wurde ich neuronal kartiert? Gute Frage. Fotografiere Bagleys letztes Erinnerungsfragment. Bin ich blöd?
Gab's noch eins? Guck mal in die Daten. Dann wieder auf DeadSec. Erinnerung 4.5. Beschädigte Erinnerung. Dann ist das die letzte. Und das ist vom Hausdach. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl bei. Keine schöne Aussicht. Es ist auf jeden Fall auf der oberen Seite der Themse. Also, irgendwo hier müsste das sein. Machen wir einfach mal einen Schnellreisier hin und schauen uns dort einfach mal um. Vielleicht muss ich mit einer Bauarbeiterdrohne darauf fliegen, sehen wir ja gleich. Ah, ich glaube, ich rufe auch gleich eine Frachtdrohne. Einfach nur, weil ich sowieso glaube, ich muss hochfliegen, um vom Dach aus ein Foto zu machen. Oh, das Dach da oben könnte es sein. Das wäre doch der perfekte Turm dafür. Ja, das ist die richtige Sicht. Einfach hier rein und dann zum Fahrstuhl. Der ist nämlich hier. Um den Aufzug zu betätigen. Und dann kommen wir hoch in das Gebäude. Ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo das ist. Das ist genau hier. Und hier auf diesem Gebäude auf dem Dach müssen wir uns dann hinstellen und ein Foto machen. Da unten ist die Brücke. Jo, das ist perfekt. Ich drücke die 9. Ja, und muss ein bisschen weiter nach oben gucken. Jetzt steht er in Sicht. Walkie-Talkie-Erinnerung. Los geht's. Das hier wird kein Höflichkeitsgespräch, oder? Nein. Ich habe viel über deine Epilepsie nachgedacht. Nett von dir. Meine Ärzte denken darüber seit Jahren nicht mehr nach. Ich musste alles deswegen aufgeben. Rudern, meine Freunde, meine... Tut mir leid, Bradley. Wow, Bradley. Du benutzt meinen richtigen Namen. Ich muss echt am sein. Was, wenn ich dir sage, ich habe vielleicht eine Lösung? Ha, du bist ja richtig lustig. Keine Spur. Wir entwickeln eine Technologie. Sie steckt noch in den Kinderschuhen, aber... Sagt dir neurale Kartierung was? Nein. Hier, gehen wir in mein Labor. Ich zeig's dir. Bitte nach dir, Sky. Ich war Sky Larsens Bruder. Ich bin Bradley. Bradley Larsen. Bradley Larsen. Ich habe ein Zimmer gefunden, das auf den Namen Bradley Larsen bis zum 4. April 2040 bezahlt wurde. Von S. Larsen. Bags, du lebst noch. Wo ist das Zimmer? St. Pancras Hotel. Alles klar, und dann kommt auch die letzte Mission. Dann gucken wir uns einfach mal in Bagleys Zimmer um. Schnellreise zum Hotel. Wunderbar, dass hier auch ein Schnellreisepunkt ist. Du hast dein Ziel erreicht. Also mein Ziel. Ich lebe, Bradley lebt hier. Okay, geh einfach rein, wann immer du willst. Interessant. Hübsch. Dorothy Jackson, was machst du denn hier? Okay, triff dich mit Bradley Larsen. Qualifikation in Neuseeland. Der Männerachter gewann mit Rekordzeit gegen Deutschland und die Niederlande, die abgeschlagen zwei. Der Frauenachter verlor dabei in einem sehr spannenden... Tut mir leid, Bugs. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet. Ich muss mit ihm reden. Schmeiß mich auf die Glotze. Beide britischen Teammannschaften Anwärter. Hör zu. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich habe nachgeforscht und glaube, dass ich dich kenne. Du warst Ruderer. Du liebtest und wurdest geliebt. Du mochtest Erdbeeren. Du hast deiner Schwester vertraut und sie hat dich verletzt. Tut mir leid. Du verdienst Besseres. Aber Skys Tat ändert nichts daran, wer du bist. Du hast ein Leben gelebt, wie ich es nie könnte. Du bist ein guter Mensch. Und ich bin jemand anders. Diese Unterhaltung war sehr erhellend. Danke, Bradley. Es war schön, dich zu treffen. Mach's gut, Bradley. Und was sind so deine Eindrücke, Bradley? Also, sollen wir dich dann jetzt Bradley nennen? Nein, nein, ich bin Bradley. Da bin ich mir jetzt sicher. Bradley und ich sind nur gleicher Abstammung. Jedenfalls weiß ich das zu schätzen. Und wenn du je irgendwem erzählst, dass ich das gesagt habe, werde ich euch alle eiskalt umbringen. Ach, warum? Alles klar, Bags. Oh, Dorothy Jackson, da ist sie. So, und in der nächsten Folge können wir uns an verschiedene Missionen ranmachen. Wir können uns um Clan Kelly kümmern, was mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Oder wir können uns um diese Assassin's Creed-Nebenmission kümmern. Und da bin ich wirklich gespannt, die würde ich gerne machen. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!